Der große Familiensporttag im Sportzentrum Kriglach begann schon am Vormittag des 28. Juni in den Kriglacher Schulen. Am Vormittag hat es den Schulsporttag für die Mittelschule gegeben und jetzt da quasi als Höhepunkt und auf der anderen Seite als Abschluss des Bewegungsrevolutionsprojektes, wo sich eigentlich alle Schulen beteiligt haben, sehen wir eine Vorführung von Modellfliegerverein, das Nobmann bei uns da in Kriglach daheim ist und da sind alle Volksschulen und alle Mittelschüler alle da. Unser Verein, der heißt IG Scale Austria und das Scale kommt daher, weil wir uns hauptsächlich oder sehr viel mit vorbildgetreuen Flugzeugmodellen beschäftigen. Der Verein hat seinen Sitz in Kriglach, ich bin der Obmann seit 25 Jahren und unser Flugplatz befindet sich allerdings im Mitterdorf. Interessant war der Einblick in die Anfänge des Modellflugs, der Fesselflug mit Verbrennungsmotor. Heute werden vorwiegend Elektromotoren verwendet. Im Fesselflug war das Modell an einem Seil befestigt und mit dem Höhenruder verbunden und nur im Kreis konnte es geflogen werden. Das ist ein Fesselflugmodell aus den 50er Jahren. Ja, wird mit zwei Leinen gesteuert. Das Modell ist genauso alt. Ist auch ein Ladenhücker, sagen wir mal so, und wird ganz selten geflogen. Drum bin ich auch sehr, sehr schwindelig geworden jetzt. Der Nachmittag stand ganz im Zeichen des Familiensporttages, unterstützt vom ASVÖ. Der ASVÖ ist bei der Allgemeinen Sportverband Österreichs, also der ASVÖ Familiensporttag ist eins unserer Projekte und da führen wir eben, wie gesagt, die Bevölkerung zu den Vereinen, die können sich da präsentieren. Wir sind halt mit den Loopy-Bällen und mit Sportstacking draußen unterwegs, dass die Kids einfach einen Spaß haben und eine schöne Veranstaltung haben. Ja. Darüber hinaus bestand die Möglichkeit, sich über die regionalen Vereinsangebote zu informieren. Ja, da geht es darum, dass wir die zwei Würfeln, was da auf dem Schnierl hängen, da umwirft zu den drei Stangen. Da steht drauf 1, 2, 3 und das dritte oben hat die größte Anzahl und wer die trifft, der und alle oben bleiben, der hat dann gewonnen. Nicht nur das ASVÖ-Maskottchen fand großen Anklang, auch das Schach. Wir präsentieren heute den Schachclub TuS Kriglach mit einem kleinen Jugendturnier auf den Hinternbrettern. Das ist der Abschluss von unserem Jugendkurs, den der Karl Hofbauer mit der Dani Zeletzen im Sommer, also Beginn Frühjahr gehalten hat. Ben trainiert Kondition für den Winter auf der Piste. Ja, wir sind die DC Butterflies, wir sind die Cheerleader aus Kriglach und bei uns ja, macht man Bodenturnen, Hebefiguren, ja, Tänze verschiedener. Wie bist du auch nicht? Ich glaube, wir sind heuer jetzt das erste Mal fast 55, 60 Personen, also hauptsächlich Mädels, aber wir haben auch Jungs dabei. Für das ist der Familiensporttag da, dass sich die Vereine in deinem Sinne ein bisschen vorstellen können, dass die Jugend da sieht, was für Vereine sind in Kriglach tätig. Da kann man natürlich an den Familiensporttag noch natürlich alle Attraktionen durchprobieren, so Beispiel, wie man im Hintergrund sieht, das Klettern. Es war eigentlich ziemlich anstrengend, weil ich vorher auch schon sehr erschöpft war. Aber jetzt habe ich es trotzdem gut geschafft. Das ist eine Kletterwand in der Sporthalle Kriglach. Die besteht eigentlich seit die Sporthalle fertiggestellt worden ist und wird Dienstag und Donnerstag vom Alpenverein Sektion Kriglach betreut. Und es wird regelmäßig während der Schulzeit geklettert. Schwierigkeiten sind so von Anfängertouren bis sehr herausfordernde, überhängende Klettertouren für wirklich Leute, die das regelmäßig praktizieren. Wir sind der Eishockeyverein für Kriglach und haben da einfach aufgebaut zum Spielen für die Kinder. Wir sind ungefähr 20 Leute, die in der Saison spielen. Vorher gesagt, sind wir Master waren in der Gebietsliga. Ja, da ist Schützenverein Kriglach und wir dann da mit den Laserquer für die Jugend zum Training auffordern, mehr oder weniger.
Wir haben Montag und Freitag im September Training. Da können die Jugendlichen gern kommen. Sie werden von uns eingeschult mit dem Gewehr, mit dem Laserquer. Da kann eigentlich nichts passieren. Das ist eigentlich zum Üben. Ja, da schauen wir, dass wir für uns, für den Verein, wie der Jugend, zubringen. Der Stocksport ist hier durch die optimalen Gegebenheiten sehr beliebt. Auch die Konzentrationsfähigkeit stand auf dem Prüfstand. Das war einfach der Tag, der Nachmittag, der Familiensporttag, wo so einfach seitens der Gemeinde die Initiative ergriffen ist worden, der Bevölkerung, den Familien zu zeigen, welche Sportangebote wir in Krieglach haben, welche Vereine das da gibt, und da haben sie einfach die Möglichkeit, von Station zu Station gehen und alles dann austesten. Auf diese Sportanlage sind wir da wirklich stolz, die eigentlich mitten im Ort ist, sodass auch kurze Wege sind für alle, die da einen Sport ausüben wollen. Wir haben da einen Fußball, wo wirklich auch die ganzen Jugendmannschaften sind, bis zur Kampfmannschaft 1 und 2. Dann haben wir die Stocksportanlage. In Zukunft, also am 12. Juli, eröffnen wir die neu gestaltete Tennisanlage. Also es hat da wirklich für jeden ist irgendwas dabei. Und da sind einfach die Krieglacher Bevölkerung herzlich eingeladen, dieses Sportangebot und diese Vereine in Anspruch zu nehmen.